Letzter Redner der Aktuellen Stunde, faire Arbeitswelt und soziale Sicherheit für alle, wird jetzt Evgeny Dönmez sein, Kurzzeitabgeordneter der ÖVP und jetzt fraktionslos. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen zu Hause und vor den Bildschirmen. Für mich steht es außer Frage, dass es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gut gehen muss, aber auch den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen. Und das ist eine Partnerschaft und die kann nur gut funktionieren, wenn beide kooperieren und zusammenarbeiten. Und an dieser Stelle möchte ich auch eines anmerken. Die Politik und Politiker haben in diesem Land noch nie Arbeitsplätze geschaffen. Das, was sie machen, und das, was Sie machen können, ist, dass die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass so viele Menschen wie möglich Arbeitsplätze finden und dass auch die Arbeitgeber die Menschen bekommen, die sie auch brauchen. Meine Vorredner haben schon viele Aspekte, viele richtige Aspekte angeführt, wie denn das vonstatten gehen könnte. Daher sollten wir weg von dieser ideologischen Links-Rechts-Diskussionen Kammer gegen Arbeitskammer, Arbeiterkammer gegen oder Gewerkschaft gegen Industriellenvereinigung, Wirtschaftskammer, das bringt die Arbeitnehmer keinen Millimeter weiter. Ich habe mir in Vorbereitung auf diese Rede zwei Inserate in unterschiedlichen Zeitungen genauer angeschaut, und zwar den Wohnungsmarkt. Da habe ich mir drei Wohnungen herausgesucht. Eine Wohnung in der Größe von 51 Quadratmetern mit zwei Zimmer in Wien kostet 749 Euro die Miete. Eine 75 Quadratmeter Wohnung, zwei Zimmer, kostet 859 Euro im Monat. Und eine 100 Quadratmeter Wohnung mit vier Zimmer kostet 1.298 Euro. Und dann habe ich mir noch andere Inserate angeschaut, Stellenangebote. Da habe ich mir zum Beispiel einen Taxilenker Vollzeit-Job herausgesucht, 1.235 Euro brutto im Monat, Nettoverdienst 1.048. Heimhelfer in Wien Vollzeit 1.816 Euro, 1.395 netto. Ein Hardware-Entwickler 2.798 Euro brutto, Nettoverdienst 1.907 Euro. Und einen Bauarbeiter, einen Polier, der 3.314 Euro im Monat brutto verdient, netto auf die Hand 2.173 Euro. Jetzt habe ich folgende Rechnung angestellt. Der Taxilenker, der alleinstehend ist und 1.048 Euro netto verdient, muss 749 Euro für die Miete bezahlen, bleiben ihm noch knappe 300 Euro zum Leben. Da ist aber noch keine Versicherung dabei, kein Essen, keine Kleidung und was auch immer. Beispiel 2, der Hardware-Entwickler, der ist geschieden, hat ein Kind, 10 Jahre alt, muss Unterhalt zahlen in der Höhe von 503 Euro, Miete von 859 Euro für eine Zwei-Zimmer-Wohnung und für ein Auto, damit er in der Arbeit kommt, dem bleiben 1.035 Euro zum Leben. Da ist Essen noch nicht dabei, Kleidung noch nicht dabei und so weiter. Und als drittes Beispiel habe ich mir den Polier hergenommen, der hat zwei Kinder, mit 10 Jahren und 14 und ist verheiratet. Seine Frau geht Teilzeit arbeiten. Der verdient 2.173 Euro netto, Familienbeihilfe 283 Euro. Seine Frau, die halbtags arbeiten geht, verdient 800 Euro. Dieser Familie bleibt zum Leben 1.357 Euro. Da ist noch nicht gegessen worden. Da ist noch nicht Kleidung gekauft worden, da wurden noch keine Ausgaben für die Schule getätigt. Das sind harte Lebensbedingungen. Das ist die Lebensrealität, in der Tausende, Millionen von Österreichern und Österreicher stecken. Darum sollten wir hier im Hohen Haus damit aufhören, uns ideologisch, sei es rechts oder links, gegenseitig Freundlichkeiten auszurichten oder uns gegenseitig zu blockieren. Denn es gibt gute Vorschläge und Ideen von allen Seiten. Und es sollte um die beste Idee, um die Problemlösung gehen und nicht um den parteipolitischen Hickhack, weil von dem haben die Menschen, glaube ich, in diesem Land wirklich die Nase genug. Und es löst vor allem auch kein einziges Problem. Und vor allem auch nicht für jene, die in der Arbeits- und Beschäftigungswelt stehen, sondern auch in der im Alter, wenn es um die Pensionen geht, 20%
sind überwiegend Frauen, die von Altersarmut betroffen sind. Und wenn eine zweijährige Teilzeit stattgefunden hat, dann reduziert das die Durchschnittspension nochmal um 1,7 bis 2,1%. Und wir müssen die Diskussionen so führen, dass wir nicht über die Pensionen reden und dabei den Arbeitsmarkt ausblenden können. Das alles ist eine Symbiose, hängt ineinander zusammen, und daher ist es wichtig, dass wir hier die Diskussionen offen und ehrlich führen und den Blick nicht vergessen, worum es geht um die Menschen in diesem Land. Danke. Bei Evgeny Dönmez haben die sozialdemokratischen Abgeordneten den Saal verlassen, aus Protest gegen seine sexistischen Äußerungen, die ihm letztlich die Mitgliedschaft bei der ÖVP gekostet haben.